der eine oder andere hat es gerade mitbekommen. Wir haben gerade ein Auto im Inventar liegen. Also ja, das in dem Spieleinventar ist teilweise noch ein wenig komisch. Ich hoffe mal, im endgültigen Spiel wird das noch ein bisschen anders aussehen. Weil ich finde es halt doch sehr suspekt, dass man zigtausend Eisenplatten mit sich rumschlagen kann, rumtragen kann. Und ja, es ist eigentlich auch notwendig, weil sonst kann man gar nichts machen. Wenn man als Spieler nur drei Eisenplatten tragen könnte, dann kriegt man gar nichts hin am Anfang. Aber ja, mal gucken. So. Pumpjacks. Ja, wir müssen das Stromnetzwerk nach hier oben erstmal erweitern, das ist auch richtig. Haben wir hier irgendwo schon... riesige Pampa und gar nichts. Naja, das mache ich später. Erstmal will ich jetzt hier ein Loch einhauen. Hinter mir wieder zumachen. Und den Buggy setzen. Zack. Ich hoffe, ich habe Treibstoff dabei. Ja, Holz. Gut. Unser Auto wird mit Holz befüllt. Ja. Achso, und Enter war einsteigen. Das sind wir in unserem Buggy. Oh, oh, oh. Ja, Haken am Buggy. Er geht sehr schnell kaputt. Und da oben sind Würmer. Ich mag keine Würmer. Zong. Das war ein Baum. Das waren mal eben 5 bis 8% von unseren Lebenspunkten. Quasi. Also er muss sehr, sehr vorsichtig sein. Tonk, tonk. Hier ist ein richtig schönes Eisenvorkommen. Und da ist eine richtig große Basis. Da ist eine kleine, die kann ich mir mal vornehmen. Oh. Okay, aussteigen ist angesagt. Zum einen ist das Ding tierisch laut und wie ihr gerade gesehen habt, sehr, sehr, sehr anfällig. Aber man kann es Gott sei Dank mit den Dingern hier reparieren. So. Das heißt, ich brenne mir jetzt erstmal hier einen kleinen Weg. Oh, habe ich mich gerade selber verbrannt? Das sah so aus. Treibstoff haben wir noch 15. So, ich hoffe mal, da komme ich auch in Panik schnell genug durchgefahren. So, jetzt nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Das macht auch Licht, das ist schon mal ein sehr schöner Vorteil. Oh, ich sehe sehr viele rote Punkte. Und ich kann nicht rückwärts fahren mit dem Ding. Ja, nee, ich glaube, das sollte ich auf den Tag verschieben. Und erstmal gucken, was hier noch so in der Gegend los ist. Donk. Weep, weep. Also die Basis oben rechts von uns sieht garstig aus. Das flimmert das viel zu sehr. Also rote Punkte flimmern. Wow, ich habe nichts gesagt. Die da ist noch viel, viel garstiger. Die da ist größer geworden. Da ist eine kleine Basis unten links von uns. Ich guck mal, ob die wirklich so klein ist. Jetzt einfach überfahren. Ist flush. Wow. Das hat unser Auto nicht so gut mitgemacht. Aber der Flammenwerfer gegen die Basis hatte richtig gut funktioniert. So. Das Zeug nehmen wir mit. Da gehen wir rein. Oh, tonk. Tonk, tonk. Was? Habe ich gerade die... Ist das eine ja, ich habe ein Fließband unter unser Auto gesetzt. Das klappt so nicht. Und hier ist überall Wald, da will ich nicht hin. Da hinten ist eine Wüste. Wüste ist gut, da kann ich nicht gegen so viele Sachen gegenfahren. Hier ist überall Wald. Da ist noch was Kleines. Wow, okay. Das klappt ganz gut so.
Problem ist nur, die spawnen schneller nach, als ich sie töten kann. Jo. Na, es klappt, es klappt, es klappt. Jo, Auto ist gleich Schrott. Crunch. Sehr knapp. Oh, und keine davon mehr. Schnell, 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 die spawnen gleich alle. Wiiu. Also im Flammenwerfer klappt sehr, sehr gut mit der Basis. Das heißt, theoretisch fährt man kurz vorbei, hält ein, zwei Sekunden rauf, fährt weiter. Oh, oh, oh. Kaputt? Kaputt. Okay. Noch eine kleine Basis zerlegt. Sehr, sehr schön. Aber wenn wir das jetzt nicht machen, dann werden die später alle so groß sein wie die anderen, dann haben wir ein Problem. So, reparieren. Rinder, weg hier. Das da unten wollte ich mir nochmal angucken. Wenn ich da irgendwo durchkommen sollte. Ja, oh. Oh, okay. Oh, oh. Treibstoffsalle. Weg mit euch! Das sieht nicht gut aus. Ja gut, Flammenwerfmunition ist alle. Also wir werden jetzt ein wenig schneller fahren. Nicht ganz so viel Schaden machen. Aber weniger Schaden auch bekommen im Idealfall. Also eine Strafing Runs. Oder wir heizen einfach mit unserem Buggy durch die Basis durch. Oh oh, Munition ist alle. Lauf, 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 lauf. Der Buggy selber hat tierisch viel Schaden gemacht, ist mir gerade aufgefallen. Wir werden verfolgt. Schnell Munition herstellen? Jo. Hallo Jungs. Türme, macht was. Ah, ihr seid super. Sehr schön. Also. Sie verfolgen einen echt weiter. So. Buggy mitnehmen. Wo parken wir ihn? Ja, lassen wir ihn einfach hier geparkt. Das ist eine gute Ecke. Vorerst. Muss auf jeden Fall noch sicherer gestaltet werden. Und am Grid angepasst werden. Gerade die Türme. Also Elektrotürme, Lasertürme. Aber ich bin zufrieden. Wir haben einen Buggy. Wir haben drei Basen zerstört, glaube ich. Das ist echt schick. Kann man nichts anderes sagen. Oh, du bist leer. Du weg. Dahin. So. Also drei Basen zerstört. Wir haben mehrere Sachen optimiert. Also gerade die Sachen hier, dass man unendlich Sachen reinschmeißen kann. Es gibt keinen Stau. Wir haben die Engines hergestellt, also den Komplex, um das herzustellen. Was wir jetzt noch bräuchten, wären Rohre. Also einen kleinen Komplex für Rohrherstellung. Den könnte ich echt hierhin bappen. Warte mal, das könnte ich sogar noch kurz machen. Weil hier halt nicht genug Platz ist für was Ordentliches. Passen hier nur zwei Fabriken hin. Wegen Wasser da. Aber so häufig stellen wir Rohre ja auch nicht her. Wollen wir auch gar nicht. Das heißt, hier geht schon wieder nach oben. So. Und du stellst bitte her Rohr. Du stellst bitte her Rohr. Dann brauchen wir Kisten, wie immer. Auch wenn das jetzt hier alles ein bisschen durcheinander ist, weil es halt... Nee, eigentlich ist hier die Mitte und hier ist die Ausgangskiste. Und da sind die Eingangskisten. Blubdiwupp. Naja. Da ist eine Kiste.
brauche Fast-Dinger da. Also, du bist die Kiste von da. Es gibt außenrum natürlich auch noch ein Förderband für die fertigen Rohre. So. Du nimmst schnell da weg. Du tust schnell da hin. Und was brauchst du? Du brauchst nur Eisenplatten. Ja, okay. Also, Eisenplatten rein. Schnell rein. Schnell rein. Raus, raus. Das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ja, das war's. Okay. Also ja, das Ding haben wir jetzt auch fertig. Das heißt, wir kriegen die Produktion hiervon schnell hin, obwohl wir es gar nicht so häufig brauchen. Hier brauchen wir die Lubricants, das wird schwieriger. Grün fehlt wieder, okay. 778 davon. Einen davon. Tu mal ganz kurz die Kupferplatten da rein. Holt die da mal kurz raus. So. Chips kümmere ich mich auch noch drum. Ärmchen. Wir haben dezent viel mehr Fließbänder als Ärmelchen. Aber okay. Stahl, komm mit. Was noch, was noch, was noch? Also grün wird produziert, ist alles gut. Rot wird nicht produziert, aber wir haben genug Rot vorerst. Chips. Wir haben nicht genug Eisenplatten für Chips. Das sollten wir ändern. Eisenplatten. Eisenplatten. Auch wenn ich das nicht ganz nachvollziehen kann, weil wir haben jetzt gerade, wie viel ist eine Reihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 900, wir haben gerade 1500 Eisenplatten hier reingelegt. Da müssten doch eigentlich am Ende dann 1500 Chips bei rauskommen. Und das haben wir schon mehrfach gemacht, das kann mir keiner sagen. Das ist sehr komisch. Oh, na gut, wir legen aber noch mehr rein, dann passt das schon irgendwann irgendwie. Fließbänder haben wir noch. Hier. Voll damit. Das fühlt sich auch. Rohre könnten wir mal ganz kurz. 252. Hier. Genug Stahl, genug das. Das reicht auch. So viele von denen, ne? Wie gesagt, brauchen wir erstmal noch gar nicht. Ich hätte nicht vor, 300 Autos zu bauen. Obwohl das auch eine sehr schöne Taktik wäre. Einfach ein Auto bauen. Oder mehrere, so eine ganze Staffel von Autos bauen, in der Nähe von der Basis. Man setzt sich in den Wagen rein, heizt in die Basis, zerstört einen Spawner, läuft zurück, schnappt sich den nächsten Wagen und fährt in die nächste Basis rein. Das ist eine interessante Taktik auf jeden Fall. So, Ärmchen und das. Braucht mehr Ärmchen. Die kommen mal mit. Ärmchen, ihr braucht Chips. Wird schön Chips. Und zwischendurch mal ein paar davon herstellen. Wir brauchen rote Chips. Dafür bräuchten wir auch eine Anlage. Eigentlich in der Nähe von den grünen Chipsen. Ja, hier. Jetzt brauche ich Flammenwerfermunition. Das ist doch ein wenig praktisch. Dann haben wir auch endlich einen Abnehmer für das ganze Plastik. Das ist sehr gut. Oh, und du hast keinen... Gib mir mehr Flammenwerfer-Munition. 2 Stück. Das wird nicht wirklich reichen. So, jetzt können wir bauen. Ein Storage Tank. Eine Small Pump. Empty Barrel. Crude Oil Barrel. Und Empty Crude Oil Barrel. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch mit anderen Flüssigkeiten geht. Das teste ich jetzt mal. Also erstmal brauchen wir Empty Barrels. Erstmal muss das hier alles weg. So, Empty Barrels. Dann brauche ich eine Chemiefabrik. Oder ich brauche sogar eine Oil Refinery, das weiß ich gerade gar nicht. Wir haben keinen Stein. Das ist peinlich. Da, sammeln den Stein auf, er ist wichtig. Da.
Ja, also kein Stein. Nicht so schön. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal ganz kurz das Zeug in unsere Stahlverarbeitung. Hier. Mach bitte Steine draus. Jo. Ich brauche noch 5. Lalala. So, jetzt habe ich eine Chemiefabrik und eine Refinery ebenfalls im Inventar. Eine Idee, wie man das machen könnte später, also in der Vollversion, dass man nicht die Fabrik selber im Inventar hat, sondern nur quasi den Befehl, diese Fabrik irgendwo zu platzieren. Und dann legt man das Ding dahin und dann machen das die Construction-Roboter. Das wäre ein wenig sinnvoller. Nur dann ist die Frage, wie baut man am Anfang selber die ersten Fabriken? Keine Ahnung. Aber gut, Chemie geplant. Hier können wir keine Fässer machen. Ach, das wird in Fabriken gebaut? Ernsthaft? Du sollst. Empty Barrel? Ne, Crude Oil Barrel. Ja, wir können hier nur Öl einlagern. Das ist doof. Nee. Also schade. Der Kommentar hat anscheinend nicht gestimmt. Also man kann nur Öl einlagern. Außer ich habe gerade irgendwas total übersehen. Ich mach mal ganz kurz so. Nö, er wartet echt auf Crude Oil. Der wartet nicht auf eine Flüssigkeit. Schade, schade. Muss das also auch warten. Na gut, wir setzen jetzt also oben bei unseren ganzen neuen Pumpen das Stromnetz hin. Also wir erweitern das ganze Stromnetz nach oben. Und da bauen wir dann Fabriken, die das Öl einsaugen und in Fässer stopfen. Und die Fässer bringen wir dann erstmal von Hand hier runter, aber später wird das Ganze dann automatisiert. Und wir machen hier noch eine Anlage für die roten Chips. Und lassen uns von zigtausend anderen Sachen ablenken und töten Aliens und fahren mit Buggies durch die Gegend. Also bis gleich.